Was ist die einzige Chance, als Immobilienmakler Privatverkäufer von sich zu überzeugen? Ausgangslage ist, ca. 50%, natürlich je nach Standort, 50% werden privat an privat verkauft. Und dass die Leute über Immobilienmakler nicht so positiv denken, also sozusagen das Image der Immobilienmakler eben nicht das Allercoolste ist, hat seine Gründe vielfach besprochen. Und wer halbwegs vernünftig und klar und auch ehrlich zu sich selber ist, der weiß auch, dass das in vielen Fällen zutrifft und stimmt. Jetzt geht es aber in diesem Video um die Frage, wie kannst du das konkret an deinem Standort, in deiner Region konkret verändern. Und das, was viele einfach glauben, wie zum Beispiel, ich kann eine Immobilie verkaufen oder eine Immobilie zu verkaufen, ist ja kein Problem. Das ist aber schon einer der entscheidenden und wichtigen Schlüssel dafür, wie ich am Standort selber wahrgenommen werde. Denn wenn du zum Beispiel leise verkaufst, dass keiner mitbekommt, dann ist das natürlich ein Grund dafür, warum Privatverkäufer weiter privat verkaufen, weil sie es einfach nicht sehen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dein Verkauf muss sichtbar sein für andere. Am besten sogar ein so großes Showprogramm, was abläuft, von der Objektaufbereitung bis hin eben über das Marketing, bis hin zu den Besichtigungen. Das muss ein wirkliches Showprogramm sein, was da abläuft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer zwei, wenn du dann letztendlich in dem Run bist des Immobilienverkaufs, dann ist die Dauer des Verkaufs sehr, sehr wichtig. Denn je länger du verkaufst, umso mehr, also je länger du brauchst zum Verkauf, umso mehr nehmen die Leute draußen wahr, dass du eben längere Zeit brauchst. Zum Beispiel ein halbes Jahr oder auch schon 4 oder 5 Monate ist schon definitiv zu lang für den Verkauf einer Immobilie. Denn stell dir doch mal vor, du sagst einem oder du erklärst einem Verkäufer, er verkauft seine Immobilie privat und er hat nach 6 Monaten nicht verkauft. Was denkt denn ein Kaufinteressent über diese Immobilie, wenn er dieser Immobilie immer wieder online begegnet? Ja, da ist was faul. Das geht dir als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler ganz genauso. Also wenn es zu lange dauert, dann ist es nicht cool. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Vermarktungsdauer, die muss wirklich zackig ablaufen und zwar wie am Schnürchen gezogen. Ein nächster wichtiger Punkt ist the speed of closing. Also wie schnell bist du in der Lage, von dem Interesse, der Interessensbekundung eines Käufers, den dann auch zum Notar zu bringen. Also dieser Zeitraum ist mindestens genauso wichtig wie der Zeitraum davor der eigentlichen Vermarktung. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich im Prinzip deutschlandweit wahrnehme, bei also gefühlt 90% der Immobilienmakler, ist die Greifbarkeit, die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen, von Erfolgen, die du gehabt hast. Erstens haben die meisten Immobilienmakler gar keine Betrachtung darauf, auf dieses Thema Erfolg. Das Zweite, dann gibt es den einen oder anderen, der wartet darauf, dass jemand von alleine schreibt, das war aber toll, wie du gearbeitet hast. Aber das muss systematisiert sein und das muss einfach auch Käufer und Verkäufer geben Empfehlungen ab, geben ein Testimonial ab. Und es reicht, natürlich ist das schön, wenn du Proven Expert, Trustpilot, Immobilien Scout, Google, das ist alles schön. Es reicht aber nicht. Es ist zu wenig. Du brauchst die individuelle Real Talk Stimme von einem Verkäufer. Und wenn das als, ja, ich würde mal fast sagen, das ist wie so eine Art Orchester. Ja, das ist wie eine Art Orchester. Wenn die Geige nicht sauber spielt, dann hörst du das einfach. Und der Immobilienverkauf ist wie ein Orchester. Da muss alles, jedes Instrument spielt ineinander und ergibt nachher das wirklich schöne Lied oder das schöne Musikstück, was bei rauskommt. Und genauso ist es dabei auch.
Und diese Art von Sichtbarkeit, von Nachvollziehbarkeit, von Kommunikation, auch von Ergebnissen, das zeugt davon, dass die Leute da draußen, also sprich die Privatverkäufer, mit neuen, richtigen, guten Daten gefüttert werden und auf einmal ein Turnaround stattfindet, dass sie eben nicht mehr nur die negativen Ergebnisse mitgeteilt bekommen, wenn irgendeine Immobilienmaklerin oder irgendein Immobilienmakler wieder Scheiße gebaut hat da draußen, sondern auf einmal kommen gute Daten, neue Daten, richtige Daten, stabile Daten dabei raus, ey, da gibt es ja einen, ja, den einen, also dich da draußen, der es ganz anders macht als die anderen und der es richtig cool macht und der das auch kommuniziert. Das ist alles entscheidend, wenn du da draußen dieses Thema in den Griff kriegen willst. In diesem Sinne.